Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniRoyP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. In der letzten Folge haben wir zwei Wasserdrachen erledigt und jetzt machen wir weiter. Ja. Schön, ne? So, hui, was ist das denn? Muss schon sagen, im letzten Part ist mir noch hier aufgefallen, da war irgendwie was. Ich hatte nur keine Zeit. Oh, der Beutel. Ich hatte nur keine Zeit. Warte mal, ein Chimärenmehl? Eine Chimärenmähne? Die Chimäreade? Hä? Wie kommen wir denn hier raus? Wo ist das denn? Ja. Ist jemand kurz vorm Level up? Nö, okay. Und dann nicht. Wow. Sahen die Fledermäuse schon immer so groß aus? Oder bilde ich mir halt nur ein? Bling! So geil, die für Geräusch machen. Eine Monsterflüssigkeit. Schön. Okay. Wie kommen wir denn jetzt hier raus? Die Karte sagt mir, dass ich da nicht raus kann, obwohl ich dieses Gebiet noch nicht gesehen habe. Komisch, dass ich eine Karte von einem Ort habe, von dem keiner hier irgendjemand weiß. Diese Logik immer in diesen Rollenspiele. Wunderbar. Und Rahmschwarzfedern. Boah. Ich möchte mal wieder abgeben. Ich glaube, wir haben schon gleich wieder. Wir hatten 330, glaube ich. Und wenn wir 70 wieder haben, dann gehen wir vielleicht wieder was. Wo ich kriege einen Titel, wenn ich 400 noch irgendwas, 429 oder 59 Rahmschwarzfedern abgebe. Das heißt wohl, nach 400 so und so viel ist schon Schluss. Ah, kommen immer mehr. Ach, da geht's raus. Ha, 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 ha. Das wusste ich. Und ey, 10.000 Gold, yes. Schön, geht weg. Und links von uns ist ein Loch, ne? Aber er konnte alle Gegner hier aus dem Weg gegangen. So muss das sein. Nicht, dass ich irgendwie stärker werden will oder so, aber mit einem Dreierteam. Ach, wir wurden von Wasserdrachen angegriffen und jetzt sind wir hier. Hast du meine letzte Folge nicht gesehen, Lies? Mann. Du siehst irgendwie nicht aus wie irgendwas, was ich schon bekämpft habe. Glaube ich. Oder vielleicht doch. Perfekte Partner. Ich habe auch keine perfekten Partner. Au, au, au. Zack. Oh Gott, ich brauche wieder TP. Und meine Leute haben irgendwie keine Lust, die Items einzusetzen. Das ist nicht gut. Vielleicht muss ich die wechseln. Was war dieser? Okay, ich hab keine Ahnung. Stay on guard. Ja, ich habe wieder keine TP. Die setzen irgendwie nicht die Gegenstände ein. Ich verstehe das nicht. Verwenden, ja. Ich verstehe das nicht. Diese Objekte werden nicht mehr verwendet, wenn ihre Menge unter diese Anzahl liegen. Verstehe nicht. Bei einigen Bosskämpfen könnte das nützlich sein. Ich meine, ich setze sie so oder so immer manuell ein, aber trotzdem. Ich verstehe es nicht. Sump. Xylenwälder. Nein, nicht schon wieder im Wald. Das ist kein Wald, da ist ein Schneegebirge. Hier Nops. Na gut. Das nervt mich jetzt irgendwie. Was soll das? Im Besitz 6 bis 5 verbleibende Objekte. Bis 10 meinetwegen. Verwenden. Verstehe das nicht.
Ihr dürft doch, ich gebe euch doch die Erlaubnis. Und mein Gott, was sind das denn für Viecher? Was ist das denn für Bonzen? Hallo? Na? Oh. Und von hinten durchgenommen. Sag. Dämonenchaos. Und das hat überhaupt nichts gemacht. Geil. Jawohl. Ja, wie schön er tanzen kann, ne? Jawohl. Los, mach ruhig noch öfter. Oh, er kämpft hier voll in der Luft. Au, 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 was ist das denn? Er greift mich halt hier an. Au. Abbrechen? Okay. Abbrechen, nein. Abwehrbrechen, meine ich. Ha. Und zack. Jetzt wird der andere wieder ab. Schön. Schön so. Ja, ich habe mir ein Gericht reingewollt. Das hat man zwar jetzt schon ein paar Mal gesehen, aber ich wollte es so schnell wie möglich mal sagen. Okay. Jetzt noch was, komm mal her. Euch ist so schön, der Abwehrbrecher einzusetzen. Verdammt. Verdammt, was soll er hat? Au. Au. Einmal die Nase kratzen, hoffentlich komme ich nicht am Mikro dran. Nein, okay. Zack, zack, zack. Und zack. Ja, den Angriff auch. Flieg und Sieg. Boah, warum hat er so viele? Zack. Boah, ich dachte schon, ich habe jetzt bei B. Zack. Ja, wird immer besser. Da ist so viel Arzt. Ich habe keine Ahnung, welchen ich mit wem verbinden kann und sowas alles. Es ist ein bisschen unübersichtlich mittlerweile. Oh. Ne, ich habe gesehen. Sephira. Oh. Habe ich nicht schon eine? Ah, aber keiner hat eine ausgerüstet. So, wenn der Trinker einen Gegner besiegt. Na komm, blaue Sephira. Ey, was ist das denn? Ich hab schon eine viel bessere. Schon eine viel bessere Sephira. Sephira. Das war nicht so. Ach ja, ich sollte auch mal hier Jude einsetzen als Partner. Vergesse ich immer. Damit er auch hier seine Wiederherstellung einsetzen kann. Da. Aua. Ja, du musst auch schon auf dem Bein sein, um mich wieder hoch zu rappeln. Au, au, au. Ich stelle mir nur irgendwie so vor, wie diese Bäume immer so au, 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 du das weh sagen. So, flinke Gegner gegen Smila. Langsam kriegt das raus. Nein, das war schon. Au. Ah, bei dem Platz. Ah, meine Nase. Das erbt damit. Ich abbreche einsetzen kann. Ja. Komm gar nicht dazu, diesen Kombo einsetzen. So, und jetzt. Verdammt, ich wollte noch Dinge einsetzen. Den Beast-Angriff. Nein, 7 Erfahrungspunkte. Ja, leck mich doch. Psychoentzug. Ja, nach und nach. TP. Oh. Komischerweise hat Jude alles voll. I'm hungry. And if you don't eat a lot, you'll never grow bazoongas.
Schön. Melonen. Nein. Boah. Das geht fand ich so Hammer. Beug mir was über Melonen bei. Oh. Oh, ich bin bescheuert. Ich hätte das jetzt einsetzen können. Oh Mann. Was ist das? What is this shit? Wo ist dies? Da hinten sehe ich schon Schweigemund. Da ist noch eine. Oh, da ist noch ein. Zwei in ein Gebiet. Wie geil. Nein, vollgerammte Brille. Irgendeine Brille. Verdammt. Habe ich so schnell weggedrückt. Entschuldigung. Nicht schlagen. Da ist auch eine Speicherung. Was? Tempel Exalienwälder, Nala Lava Röhren. Wirklicher Bereich. Suche Mida und die anderen. Ja, wo sind sie denn? Sind sie da oder da? Blah. Ja, okay, ich glaube, ich habe meine Antwort. Da komme ich nicht hoch. Und da ist ein Loch. Was für komische Zufälle. Langsam frage ich mich, wer macht diese Löcher alle dahin? Wer produziert diese Löcher? Kann ich überhaupt? Nur kann ich nicht. Warum auch? Ich dachte, ich könnte jetzt irgendwie zufällig momentan teleportationsmäßig von Stadt zu Stadt gehen. Ding, 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 ding. Oder ganz was? Fake. Das ist gar nicht da dran. Und noch mehr Rahmenschwarzfedern. Geil. Boah, ich erwarte was sehr Schönes. Meine Nase, ey. Meine Nase. Juckt mir mal einer die Nase. Ja, juckt mir einer die Nase. So. Für den Part lohnt sich jetzt nicht mehr, würde ich sagen. Irgendwas anderes zu machen. Deswegen. Komm, kämpfe. Kämpfe überall. Verdammt. Wie konntest du mich sehen? Wieso habe ich volle TP? Jawohl. Aua, wir sind Titelfarben, glaube ich. Weiß ich nicht. Ah. Zickzack. Zickzack. Schön. Nein. Ich muss mal nach. Ja, Vortreffer. Boah, mit der Pistole. Und zack. So, ein Level Up kriegen wir auch noch ein. Huh. Schön. Oh. Geschickter Brecher. Ah, wusste ich doch. Ich war kurz davor, die zu bekommen. Oh nein. Ich habe da Trophäen. Dieses Kling. Schon gehört, bevor irgendwie. Ja, die Anzeige kam. So, was nehmen wir denn hier? Phoenixfall. Raising Falcon. Raising Phoenix, meine ich. Bleh. Und. Copy. Oh ja, 3000 Punkte, ist klar. KP gewinnt 2. Ah. Okay. Was soll man? Wo ist es? Ja, meinetwegen. Ja, ganz wahrscheinlich, man keine TP. Ja. TP-Schub. Bei Erholung nach K.O. werden TP vollständig wiederhergestellt. Okay. Ja. Würde ich sagen, war es das hier? Diesen Part? Ja, geh weg. Pass mich nicht an. Ich bin sicher hier. Sag ich doch. Ja, da würde ich sagen, dann beende ich den Part hier und wir sehen uns im nächsten Part. Ich habe mich gerade am Kopf gekratzt, Mann. Und wir. Ha, jetzt bin ich sicher. Und wir sehen uns dann im nächsten Part von Let's Play Tales of Xillia. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Arrivederci.